momentan weiß ich noch nicht so, was wir machen sollen. Aber ich gebe ihm jetzt mal den Drink. Okay, Pater. Hier ist ein echter daiquirisierter Royal Mai Tai Iced Tea. Passen Sie auf, dass er nicht im Schnauzbart hängen bleibt. Hey, was soll das? Ihnen kaufe ich keine Drinks mehr. Hä? Hey, Moment. Ich weiß, wo das Problem liegt, Sie alter Schuft. War nicht stark genug, hä? Huh? Hättest wissen müssen, Pater Roy mag nur den starken Stoff. Okay, ich schau, was ich tun kann, aber ich verspreche nichts. Okay, wir nehmen wieder mit. Der gehört jetzt dem guten Pater. Okay. Dann habe ich noch irgendwas, was ich da reinmachen kann? Ich könnte noch ein bisschen Batteriesäure in den Drink. Das wäre dann doch stark genug, oder? Es ist erwiesen, dass Polyanid-Drinks einen würzigen Geschmack verleiht. Der hat es tatsächlich gemacht. Es ist ja lustig. Ganz ruhig, Pater. Der Mai Tai ist unterwegs. Ich krieg das hin. So. Den nehme ich nicht. Das ist der neue und verbesserte daiquirisierte Royal Mai Tai Iced Tea. Nur für Pater Roy offensichtlich nicht verbessert genug. Hä? Muss ich ja jetzt noch was reinmachen. Ich sollte nur die wirklich starken, schmerzhaften Zutaten reinhauen, um den Cocktail aufzupeppen. Okay. Was haben wir denn noch? Eine alte Zitrone? Ich glaube, da fehlt Zitrone. Vergammelte Zitrone, versteht sich. So, jetzt? Ganz ruhig, Pater, der meint... Okay. Den nehme ich nicht. Okay, Zitrone haben wir jetzt auch. Dann könnten wir vielleicht noch ein bisschen Klebstoff da reinmachen. Ich sollte nur die wirklich starken, schmerzhaften Zutaten reinhauen, um den Cocktail aufzupeppen. Schüssel mit Maisresten. Okay. Dann, was haben wir denn noch? Wir könnten... ein bisschen Hotdog. Das ist natürlich Blödsinn. Nee, aber ansonsten fällt mir noch ein hier. Entweder das. Nee. Hatte ich den Kleber gerade eben? Hier mit dem Stift umrühren? Nee. Den Kleber hatte ich gerade schon. Oh, noch eine Batterie vielleicht? Ich glaube. Okay. Vielleicht muss ich ja noch umrühren. Warte mal. Hallo. Umrühren. Naja, gut. Oh, ich brauche vielleicht noch Pisse. Ich habe doch hier eine Schüssel. Eher nicht. Dann vielleicht hier mit. Blödsinn. Warum nicht? Ich finde, das ist eine super Idee. Ja. Geht. Das Wasser kann ich nun echt nicht in die Flasche füllen. Ich könnte dem noch eine Rasierklinge da rein machen. Die weiß ich nicht. Geht. Okay, also scheinbar nicht. Ich probiere noch mal die Rasierklinge. Das ist ja auch recht fies. Eine kleine Prise scharfes, rostiges Metall hat noch niemandem geschadet. Fast fertig. Wie fast fertig? Noch was? Alter. Was denn noch? Hier, sowas? Nee. Was haben wir denn noch? Mein schön, die Fern... Fettiges Papier. Hey, da mach ich doch alles dreckig. Nein, nicht an dem Billardtisch. Sonst fällt mir hier nichts ein. Nee. Okay. Umrühren.
Das, ja, hier Geld. Geld nicht, ne? Geld ist Blödsinn. Wimpel ist auch Blödsinn. Zeitung ist alles Schwachsinn. Vielleicht dieses Püppchen noch, aber das macht auch keinen Sinn. Okay, wir gucken mal, was wir hier noch haben. Oh. Sie schminkt sich. Elaine, auf der Toilette sieht's aus wie auf Burano. Du weißt schon, überall Wasser und Farben. Ach komm schon. Ist Zielen wirklich so schwer? Du bist doch nüchtern. Hasse das Spiel, nicht den Spieler. Das habe ich nicht verstanden, glaube ich. Egal, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Da ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo. Da ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo, wenn ich mich richtig erinnere. Und? Naja, ich dachte nur, es wäre einfacher für dich, wenn du einen größeren Spiegel benutzt. Ich weiß nicht, ob ein kleiner das Richtige für dich ist. Randall, ich habe langsam keine Lust mehr auf deine Scherze. Okay. Ich wollte nur sagen, dass es da drin alles andere als schön aussieht. Und das wird nicht besser, wenn man nur hinter der Bar rumlungert und sich schminkt. Ist ja gut. Ich mach die verdammte Toilette sauber. Aber dann musst du mir auch einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ich? Komm schon, Randall. Alles, was ich will, ist, dass du den Müll von gestern rausbringst. Immerhin ist das meiste davon eh von dir und deinem Nikotinaffen. Na gut. Aber nur, weil ich im Männerklo auf den Boden pinkeln durfte. Das habe ich dir nie erlaubt. Willst du wetten? Schau es dir an. Oh Gott. Hier ist der Müll. Bring ihn einfach nach draußen in die Gasse. Okay. Roger. Gut, aber ich werde mal kurz speichern. Ich nehme mal die Mülltüte. Entweder können wir dem jetzt hier noch ein bisschen Müll da reinmachen. Ich sollte nur die wirklich starken Schmerzen. Na gut, dann gehen wir mal kurz raus. Vielleicht ist hier dann in der Zwischenzeit auch ein Klo. Scheiße, du blöder Penner. Hab mich fast nass gemacht. Du solltest besser auf der Hut sein, Junge. Antizipiere die Antizipation. Jeez, das zählt nicht mal als billige Sci-Fi-Weisheit. Komm schon, die Antizipation antizipieren? Wo hast du denn den Scheiß her? Aus dem Ninja-Comic? Wenn Intrigen und Furcht mit dem Einfallsreichtum eines Menschen zusammentreffen, kann das Ergebnis sowohl unumkehrbar als auch erschreckend sein. Okay, schon besser. Ja, neue Gasse. Neue Gasse, was? Gefällt mir. Schön weit weg von meiner Wohnung. Ich bin nicht umgezogen. Ich musste mich nur um eine Kleinigkeit kümmern. Was ist das denn? Ja, um eine Kleinigkeit. Hä? Ich weiß nicht, ob ich das genauer wissen will, aber was hast du da hinten gemacht? Ich weiß alles. Und glaub mir, das willst du nicht wissen. Ja, ich glaube dir. Und ich sehe, du trägst keine Hose, also vergiss es. Gibt es einen Grund, warum du hier so auftauchst? Muss ich mir Sorgen machen? Solltest du. Du solltest dir schon Sorgen gemacht haben, als du das erste Mal Hand an diesen Ring gelegt hast. Gott, geht das wieder los. Genug von dem Ring, okay? Ich versuche ja schon, das wieder gerade zu biegen. Das wird nicht funktionieren. Ich sagte dir doch, dieser Ring möchte nicht gefunden werden. Er hat seinen eigenen Willen. Ah, glaub mir, ich reiß mir den Arsch auf, um ihn wiederzubekommen. Sag jetzt nicht, dass das alles umsonst war. Okay, werde ich nicht. Aber so ist es nun mal. Woher? Der Metz hat den Ring für ein Dorito bekommen, sagte der damals. Und vielleicht hat er den von dem Penner bekommen. Und der hat was zu essen. Steckt der dahinter? Ich bin gerade irgendwie in Eile, also mach's gut. Okay, bis dann. Okay. Ich hab schon mach's gut gesagt. Hauen wir hier ab. Ich will nicht mein... Okay.
Hier gibt es auch sonst nichts mehr. Aber wir können doch hier eine Bananenschale jetzt vielleicht nehmen. Fass ich nicht an. Warum nicht? Die eine Bananenschale? Doch, ja, für den Drink. Und dann? In die Jackentasche stecken? Nein, aber wir haben ja ein Glas. Ah, warte mal. Das geht nicht. Die Pfütze ist nicht tief genug. Was? Laber doch nicht. Eher nicht. Was können wir denn dann machen? Wir könnten... Das ist ein... Irgendwas zum Saugen. Zum Aufsaugen. Auch nicht. Sekunde mal. Wenn ihr sagt, die Pfütze ist nicht tief genug, dann hört sich das für mich so an, als gäbe es eine Möglichkeit. Hey, dann mache ich doch alles dreckig. Er hat auch gesagt, er fasst die Bananenschale nicht an. Kann ich die vielleicht so? Vergiss es. Die Teleskop. Ja, nee. Okay. Dann, Ach, wieso gehen wir jetzt wieder nach vorne? Ist der Penner noch da? Jetzt sitzt der hier. Ich hab schon mach's gut gesagt. Okay, wir gehen wieder rein. Sie ist ja wieder da. Ich hab erledigt, was sie wollte. Außerdem war das genug Erniedrigung für heute. Morgen geht's weiter. Und wenn ich das runterschmeiße? Das wäre echt ultra übel. Guck mal. So. Da muss man Münzen rein. Gut, sonst kann ich hier nichts machen. Hier ist wieder sauber. Mir ist gerade nicht da. Ja, okay. Wir haben das Schmink-Etui. Können wir da ein bisschen was reinmachen? Ich sollte nur die wirklich starken, schmerzhaften Zutaten reinhauen, um den Cocktail aufzupeppen. Okay, wir brauchen scheinbar irgendwas anderes. Warte mal. Das ist Elaines Schmink-Etui. Will gar nicht wissen, was dieser kleine Spiegel schon alles zu Gesicht gekriegt hat. Das ist Elaines... Okay, das können wir jetzt auch nicht irgendwie... aufmachen. Ich glaube nicht, dass das... Das muss nicht. Können wir da irgendwas mitmachen? So. Ganz ruhig, Pater. Der okay, er redet nicht mehr mit uns, sie redet nicht mehr mit uns. Das heißt. Ich habe erledigt, was. Das heißt, ja. Wir müssen die Sachen woanders herbekommen. Und dann? Wenn ich in die Kiste hüppe? Bringt jetzt auch nichts. Wir gehen mal zur U-Bahn. So, wo waren wir denn noch nicht? Ich weiß, was der noch braucht. Es gibt einige quasi versteckte Gegenstände. Okay. Kann es sein, dass wir vielleicht eins von dieser Quecksilber-Cola brauchen? Da braucht man wohl eine Münze. Ja. Ich denke mal... Hier an dem Hydrant. Ich weiß nicht, warum der Hydrant hier so... Kann man da irgendwas machen? Ich glaube nicht. Na gut. Wo ist eigentlich der Ring? Hä? Stimmt. Der ist auch weg. Aber hier ist es ja schon wieder Mond. Geht nicht. Der Kühlschrank ist abgeschlossen. Eine Dose Mercury Cola. Ist das Zeug nicht aus Sicherheitsgründen aus dem Verkehr gezogen worden? Karaffe. Guten Morgen. Redest du mit mir? Nein. Mit wem zur Hölle redest du dann? Ich...
Ich bin gerade nicht bereit für ein Verhör, wenn das für dich okay ist. Pass auf, du Wichser. Ich hab dich noch nie gesehen, aber ich hasse dich jetzt schon. Sprich mich nie wieder an. Alles klar? Klar. Er mag mich eindeutig. Na gut. Kanone noch? Geht nicht, die gehört. Die trage ich nur. Die kann ich nicht einfach nehmen, da wird Mel sauer. Und. Okay. Morgen. Suchst du was Bestimmtes? Morgen. Ich suche nach einem Ring, den ich hier verkauft habe. Denke ich. Denkst du? Naja, das ist kompliziert. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich gestern hier war? Nein. Gestern war geschlossen. Es war Sonntag, weißt du? Sicher. Okay. Kann ich mir mal die Ringe ansehen, die du verkaufst? Nein, kannst du nicht. Warum nicht? Der Kunde ist doch König, oder? Wer auch immer das gesagt hat, muss ein ganz schöner Loser gewesen sein. Okay. Du erkennst mich echt nicht? Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde? Hey, bist du nicht der Kurier von Amazon Express? Was hast du denn eingeworfen? Du siehst noch dämlicher aus als sonst. Weißt du, gestern warst du nicht so unhöflich. Junge, ich sagte dir schon, der Laden war gestern dicht. Darf ich dir einen Rat geben? Hör auf, Klebstoff zu schnüffeln. Das ist nicht gut für dich. Klebstoff schnüffeln? Was kostet eine Dose Mercury Cola? 5 Riesen. 5 Riesen? Sekunde mal. Sind die echt? Als stolzer Konsument muss ich sagen, ja, sind sie. Wurden die nicht nach dem Skandal 2000 verboten? So ist es. Und war das nicht, weil Wissenschaftler herausgefunden haben, dass das Zeug große Mengen Quecksilber enthält? So große nun auch. Heißt ja auch. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 37%. 34%. Selbst wenn, was soll's. Kein anderer Softdrink löscht den Durst wie dieser. Ich hab mal damals 98 eine probiert und alles, was die gelöscht hat, war mein Bewusstsein. Wie hast du es überhaupt geschafft, so viele Dosen zu behalten? Ich gebe meine Quellen nicht preis. Aber ich mag dich, Kleiner. Und du scheinst sehr an den Mythen interessiert zu sein, die beste Cola aller Zeiten umgeben. Oh, habe ich mein Interessiert-Gesicht gemacht? Ich muss wirklich an meiner Mimik arbeiten. Ach, egal. Vor ein paar Jahren haben mein bester Kumpel und ich diesen Truck ausgeraubt und er war voll mit dem Zeug. Ich habe mich mitten auf die Straße gestellt und als der Truck angehalten hat, hat mein Kumpel Jimmy den Fahrer K.O. geschlagen. Guter alter Jimmy. Dann hat er mich verraten. Er sagte, er hätte die Drecksarbeit gemacht und wollte 60%. Und? Was ist dann passiert? Eigentlich erinnere ich mich gar nicht so richtig, was passiert ist. Ist alles irgendwie verschwommen. Aber ich bin hier gelandet, völlig mit Sand bedeckt, aber mit der ganzen Ladung. Aha. Ich hab's schon seitdem nicht gesehen. Aber genug davon. Bist du interessiert oder nicht? Ja, absolut. Klar. Morgen werde ich mir vielleicht einen merkurisierten Tag machen. Du kennst sogar den Slogan. Sehr gut. Gut. Ja, dann gib mir doch eine. Bitte, ich brauche diesen Ring dringend. Und das kümmert mich nochmal, weil? Weil ich ihn zurückbrauche. Oh, übrigens, habe ich erwähnt, dass ich eine Menge Kohle habe? Und ich meine eine Menge. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was genau suchst du? Naja, es ist also so eine Art Goldring. Sehr schlicht, keine Gravur, keine Diamanten oder so. Allerdings strahlt er eine mysteriöse Aura aus, die ihn einzigartig und begehrenswert macht. Ja? Klingelt da was? Junge, so einen Ring habe ich mal gesehen. Aber den hatte ich nicht von dir, den habe ich von so einem Kerl, der in Wirklichkeit 2 Zwerge in einem Kostüm war. Und, ist er noch da? Wer, der Zwergenmann? Nein, nicht die Zwerge, der Ring, ist er noch da? Nein. Ach, scheiße. Hab ihn heute Morgen verkauft. Was? Tut mir leid, aber ich habe ein echt gutes Angebot bekommen. Was? Okay. Wen hatte den... Kannst du mir wenigstens sagen, wer ihn gekauft hat? Nein. Dieses Unternehmen hat eine strikte Diskretionspolitik. Diese Scheißuhr hätte ich nicht ganz gemacht. Hier sieht's aus wie in einer alten Garage und deine Lizenz ist 1968 abgelaufen. Ich wette, da warst du noch nicht mal geboren. Hey, wie wär's, wenn ich mal zu dir nach Haus komme und dir erzähle, was für ein Schweinestall du wohnst? Und ich hätte sicher recht damit. Woher weißt du das? Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, zeig etwas mehr Respekt. Ich kann diese Art Information nicht weitergeben. Diskretion. Basta. Tja, das war's dann für mich. Jetzt nimm diese Scheiß... Das ist bestimmt die letzte Zutat, die wir brauchen. Ich geb dir alles Geld, was ich dabei habe, wenn du mir den Ring wieder beschaffst. Kein Interesse. Du weißt doch gar nicht, wie viel das ist. Ich weiß aber... Irgendwie habe ich gerade ein seltsames Déjà-vu. Hä? Jetzt erfindest du auch noch Worte, um mich zu verwirren? Hör zu, ich weiß nicht, ob das ein Traum oder sowas war. Aber ich weiß, dass du nichts hattest außer Schrott. Also nein, danke.
Na schön, dann verkaufe ich meinen Sportalmanach aus der Zukunft eben woanders. Oh Mann, ey. Diese ganzen Anspielungen. Wie komme ich an den Ring ran? Gar nicht. Wie willst du ihn kaufen, wenn er nicht mehr hier ist? So machst du also Geschäfte. Gestern warst du noch so versessen auf den Ring und heute verkaufst du das Ding dem Ersten, der hier reingelatscht kommt. Ich bin enttäuscht. Ich sag das jetzt noch genau einmal. Gestern war geschlossen, okay? Also genug davon. Außerdem finde ich es seltsam, wenn du dich darüber beschwerst, dass ich den Ring verkauft habe. Das ist mein Job. Und sagtest du nicht auch, dass du besagten Ring überhaupt erst an mich vertickt hast? Vom Ding her? Tja, dann lass es doch mal gut sein. Okay. Oh, komm schon, es geht um Leben und Tod. Tut mir echt leid, aber ich kann da nichts machen. Ein Menschenleben steht auf dem Spiel. Bedeutet dir das gar nichts? Menschenleben werden überbewertet. Wenn es jetzt um das Leben eines exotischen Tieres ginge, wäre es interessant. Okay, such dir ein Tier aus und ich überleg mir eine gute Geschichte. Sorry, Kumpel, aber Diskretion ist wichtiger als irgendein Leben. Selbst das exotische Tier. Verdammt. Na schön. Hör zu, Kleiner. Ich habe hier Listen von allen Transaktionen in diesem Notizbuch. Ich würde gerne jedem erzählen, wer was gekauft hat, aber das hat mir schon eine Menge Ärger eingebracht. Ich kenne eine Menge Frauen, die ihr Brautkleid wiederhaben wollen. Nerds, die versuchen, ihre Comicsammlungen zu retten. Sogar Cops, die nach Beweisen oder Waffen suchen. Du kannst also sicher verstehen, dass ich sowas nicht einfach rausplaudere. Okay, ich lass mir was einfallen. Was will er denn? Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Was ja, das ist natürlich gemacht, dann hast du das gemacht. Ja, mach mein Rübei. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Das Geräusch war übrigens gerade ein anderer Mal fertig, war. Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Wie ein Babypopo. Hey! Bleib weg von meinen Babys. Schon gut, entspannt. Eine Dose Mercury Cola. Also, ist das wirklich was sicher? Was okay. Immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Ich geb doch nicht mein Geld. Geldautomat. Ja, wär schon geil, aber nein. Bank. Nein? Bin ich Rockefeller oder? Okay. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Okay. Kommen wir jetzt hier in die Kanalisation? Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den Finstern. Killerkrokodile, mutierte Schildkröten. Tja, wir werden es wohl nie erfahren. Warum nicht? Kannst du auch runtergehen? Nein. Nicht? Na gut. Dann vielleicht, Sekunde mal. Hey. Wir können doch mal hier mit da unten rumstochern. Vergiss es. Die Tele... Ja. Wir gehen mal zu unserem alten Chef. Der hat uns ja noch nicht gefeuert. Was ist denn nicht hier los? Super Idee. Der gute alte Phil wird mir helfen. Technisch gesehen hat er mich noch nicht gefeuert. Aber er hat schon das Ding rausgeschmissen. Wen haben wir denn da? Ich hätte nicht gedacht, dass du die Eier hättest, nach der Nummer von gestern hier nochmal aufzutauchen. Was? Gestern? Na komm, ich bin neugierig. Dachtest du wirklich, es sei eine gute Idee, völlig besoffen an einem Sonntag zur Arbeit zu kommen? Entschuldigung, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ach, halt die Klappe. Ich habe die Kameraaufzeichnungen gesehen. Hä? Ich kann nicht glauben, dass du einen Esel in mein Büro geschleppt hast. Ich habe Dinge gesehen, die nicht für menschliche Augen bestimmt sind. Was zur Hölle hat diese Frau mit dem armen Tier gemacht? Was? Okay, Alter, ihr Name ist Candy und sie ist ein Profi. Das reicht, Hicks. Ich sorge dafür, dass das nie wieder passiert. Du bist gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Lassen Sie es mich wenigstens erklären. Und ob ich das kann. Du hast mich betrogen, respektierst mich nicht. Jetzt will ich noch feuern. Was noch schlimmer ist, du hast mir meinen Glauben an die Menschheit genommen. Dieser Esel hat wie wild ausgetreten und eine Scheibe zerbrochen. Gott sei Dank ist er nicht an einer Überdosis oder sowas gestorben.
Ich habe den ganzen Morgen damit verbracht, die Scheiße von dem Vieh wegzumachen. Oh, und von meinem Safe will ich gar nicht erst reden. Sperrangel weit offen. Und mein wertvoller Super-Zuckerschnecken-Katalog ist völlig ruiniert. Und riecht nach Thunfisch. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Hast du eine Ahnung, wie teuer der war? Ich. Na los, dann erklär mal. Sollte ich nicht irgendwas zur Koala Convention liefern? Halleluja, preiset den Herrn. Sieht ganz so aus, als wenn die kleine Laus arbeiten will. Tja, tut mir leid. Zu spät. Du bist gefeuert. Aber ich... Raus hier. Okay, aber ich find's lustig, dass wir dieser Portal-Dingens-Dabums zu sehen ist. Als würden die so ihre Pakete liefern. Ah.